Hallo, liebe Freunde von Müllburg News. Long time not seen. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen verabschiedet für eine gewisse Zeit, lag bei mir einfach am Abitur und außerdem bin ich ein bisschen durch die Welt getingelt. Die letzten 5 Wochen hat mich Deutschland nicht wirklich gesehen. Ich war ein bisschen in den USA unterwegs, von Kanada bis zu den Bahamas runter. Es war wirklich toll. Und wie abgesprochen hat der Massimo, während ich gekommen bin, sich verabschiedet für 2 Wochen in den Urlaub. Deswegen dürft ihr jetzt mit mir 2 Wochen Vorlieb nehmen und dann wieder mit uns. Und deswegen starten wir auch gleich mit dem Bürgerverein, der euch darüber informiert, dass die Müllburger Kerwe in nicht mal einem Monat stattfindet. Das heißt für euch, ihr solltet euch das Wochenende vom 11.9. bis zum 13.9. freihalten. Außerdem haben wir heute das Kindernachrichtenmagazin Logo bei uns. Es geht um den Bolzplatz und ich glaube, die ganze Aufregung um den Bolzplatz hat wahrscheinlich schon jeder in Müllburg mitbekommen. Der Bürgerverein hat nun von einigen Anwohnern einen anonymen Brief erhalten, in dem sie sich rechtfertigen und ihre Gründe darlegen, warum die Schließung des Bolzplatzes für sie ein Vorteil wäre. Das Problem bei anonymen Briefen ist, dass man nichts zurücksagen kann, dass man nicht drüber diskutieren kann. Also wenn diese Anwohner ein wirkliches Problem haben, kommt doch bitte auf uns zu. Wir können mit euch darüber reden. So kann man von Angesicht zu Angesicht etwas ausdiskutieren und vielleicht eine Lösung finden. Außerdem haben wir natürlich wieder im Programm einige Baustellen. Und zwar an der Kreuzung Linkenheimer Straße, Blankenlocher Weg und der unteren Hartstraße kommt es ab Montag, den 24. August, für rund 3 Wochen zu Verkehrsbehinderungen. Grund hierfür ist einfach, dass der Fahrbahnbelag erneuert wird. Und mal eine positive Nachricht zu den Baustellen, und zwar die Kombi-News. Die Julia, also dieser Tunnelbohrer, hat das westliche Ende des Europaplatzes erreicht und man bereitet sich jetzt gerade darauf vor, diese Durchbohrung zu machen, dass da dann wirklich ein vereintes Loch sozusagen entsteht und da dann irgendwann auch mal eine U-Bahn fahren kann. Rund um Karlsruhe ist nicht viel los. Sieht so aus, als wären alle in den Sommerurlaub abgehauen, aber der Karlsruher Drogerie Riese DM, kennt ja auch jeder, möchte aus leeren Deodosen Kinderfahrräder herstellen. Und zwar bis April 2016 möchte DM und Unilever diese Aludosen zu 800 handgefertigten Kinderfahrrädern verarbeiten und diese dann an gemeinnützige Zwecke spenden. Eine der Einrichtungen ist zum Beispiel die Arche in Berlin. Super tolles Projekt, A, umweltfreundlich und B, hilft man auch noch auf sozialer Ebene. Wirklich top. Und wir sind schon beim Sport. Der KSC hat gegen den FSV Frankfurt gespielt und zwar 2:1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und dass die Saison weiter so läuft. Die Geburtstage, da haben wir diese Woche die liebe Sarah, den Manuel Schneider und die Natalia. Wir wünschen euch alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Feiert schön und lasst es krachen. Und beim Wetter, also bei mir war es ja die letzten 5 Wochen tropisch warm. Bei euch anscheinend auch. Ich hätte gar nicht aus Deutschland verschwinden müssen. Jetzt sorgt eine kleine Wolkenfront für ein wenig Abkühlung. Also es ist teils bewölkt. Es ist zwar immer noch warm, aber nicht mehr ganz so tropisch wie die letzten Wochen. So, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ich habe gerade gemerkt, wie unglaublich viel Spaß es doch macht. Also ich werde wiederkommen und ich werde diesmal auch nicht ganz so lange pausieren. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Tschüss!